Na gut, öffne dich. Ja, es hätte in die Hose gehen können. Und der zweite Kopf. Siehst du auch komisch aus? Suchgegenstand, der stolze Kopf eines mächtigen Golems. Er scheint nach ein paar Handgriffen zu benötigen, bevor er brauchbar ist. Ja, okay, aber das sieht aus wie der richtige Kopf, nicht der falsche Kopf. Ganz viel Gold. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Und Schleim. Okay. Du heilen bitte. Sie. Wir werfen mal ganz kurz den falschen Kopf weg. Sieht irgendwie seltsam aus. Ja, flupp. Dann setzen wir dich zusammen. Golem-Teile. Ihr bereitet den Kopf zum Zusammenbau vor. Und wir haben keine weiteren Teile. Guti, du kommst mit. Genauso wie der Hut und die Muschel. Das sind alles Mementos, die wir irgendwo mal lagern sollten. Oh ja, schön, dass es da drin war. Ich hatte eigentlich vermutet, dass es da oben auf der Brücke ist. Und da würde ich trotzdem gerne mal hin. Ich guck mal, wie weit der Sprung... Nee. Wir könnten in die Fliege Schriftrollenzauber benutzen. Den hatten wir doch irgendwo hier. Tag des Schutzes, Implosion, Feuerdorn, Fliegen. Da. Ja, komm. Oh, so falsch. So fliegt man. Gales. Luftmagie Großmeister. 8000 Gold. Könnte sie später lernen, aber müsste Erzmagier oder Lich sein. Das dauert noch. Wir sind nicht mehr Magier. Was haben wir hier? Feilschen Großmeister. Müsste man Priester des Lichts oder Priester der Dunkelheit sein? Also ja, hier oben sind nette Sachen, aber nicht für uns interessante Sachen. Und jetzt können wir fliegen. Ist ja nicht so, dass wir gerade die ganze Karte schon aufgedeckt hätten. Nee. Na gut, was sagt unsere Einkaufsliste? Bleiben wir mal kurz in der Luft stehen. Verkaufsrechnung. Ein Teil Hügelgräber, ein Teil Detalia, ein Teil Afli, zwei Teile Deja. Na gut, dann fliegen wir einfach zu den Stellen, die hier waren. Also quasi nur einmal im Block. Und gucken, wo uns die Pferde hinbringen. Und je nachdem, wo sie uns erst hinbringen, versuchen wir halt da die Teile zu finden. Wohin soll es denn gehen? Unsere Reise beginnt. Das war eine der wenigen ernstzunehmenden Stimmen bisher in dem Spiel. So. Hallo, ihr wollt reisen. Tatalia. Es geht sofort los. Da gab es nur ein Teil. Und hier gab es die Trolle, die einigermaßen machbar für uns sind. Und immer noch die Villa von Markham. Die wir ja irgendwann knacken wollten. Aber das sollten wir echt noch ein wenig hinauszögern. Denn letztes Mal war das haarscharf gewesen. Kirogon ist irgendwie mit 5% seiner Lebenspunkte rausgelaufen. Du. Hey, du. Also, wir suchen jetzt hier alles ab. Töten möglichst viele Trolle. Und wenn hier unten nichts ist, also in diesem Sumpfgebiet, was ist das da? Härten. Härten? Erhöht die Härte eines Gegenstandes gegen Zerbrechen. Der Trank wird mit Rechtsklick auf einen Gegenstand angewendet. Um den Trank weiter zu mischen, den aufgehobenen Trank mit Rechtsklick einem anderen Trank hinzufügen. Das heißt, Rüstung, die schnell kaputt geht, könnten wir dann behandeln. Gelb und grün, das ist nicht wirklich selten. Und für uns schon mischbar. Sehr schön, das merken wir uns. Brauchen wir wirklich noch Plattenpanzer. Sind 1000 Gold, komm mit. Und das hier sieht komisch aus. Oh, ein Altar. Den wir nicht benutzen können. Nee, nicht benutzbar. Ah. Okay. Hier geht's nicht weiter. Also für das Protokoll, ganz im Südwesten von Tatalia gibt es einen Altar, der irgendwas nicht macht. Hm. In den Hütten hier waren wir, glaube ich, schon mal überall. Das können wir uns sparen. Wir könnten mal weiterhin nach Gehilfen suchen. Bürger... Betrüger, Schmied. Nee, wir suchen eigentlich eher nach Leuten, die unserer Magie helfen, damit wir noch mehr Schaden machen. Da ist Lord Markhams Villa.
Das lassen wir erstmal. Oh, und da sind die ersten Trolle wieder. Sehr schön. Also, schießen. Okay, Schwarm macht keinen Schaden. Du machst viel Schaden. Du machst Schaden. Okay, du brauchst was anderes, also nimmst du Blitzstrahl. Okay. Der funktioniert. Okay. Gut. Und keine Ziele mehr. So. Jetzt müssen wir noch Ziele haben. Komm mal in die Nähe. Guti, guti. Ich höre noch irgendein anderes Geräusch, außer die Trolle. Alles klar. Ich lausch mal ganz kurz. Nö, das Geräusch kommt nur, wenn wir was machen. Ne, da war's. Das könnten echt die Trolle sein. Komisches Geräusch für Trolle. Aber na gut. Alle töten. Und der läuft gegen Baum. Du gehörst echt getötet, wenn du durchgehend gegen Baum läufst. Aber ja, doch. Schön mächtig inzwischen. Also zumindest gegen die einfachen Trolle hier, weil die nicht wirklich rankommen. Können wir das wirklich brauchen? Oh, der sieht schick aus. Aber sobald wir gegen Gegner kämpfen, die ebenfalls Fernkampf können, dann haben wir definitiv ein Problem. Aber solange es hier geht, sollten wir hier auch das schön ausnutzen. Also unseren Vorteil. Da fällt mir ein, wir wollten auch noch im Tuleranischen Forst auf der anderen Uferseite nach den Bäumen gucken. Ach ja, so viel zu tun, so wenig Zeit. Nein, wir wollen nicht weiterreisen. War es das jetzt an Trollen im Sumpfgebiet? Ja. Okay. Oh, und wir haben kein Essen mehr. Okay, also wir laufen mal kurz hier am Fuß des Berges lang, in der Hoffnung, dass hier irgendwo eine Kiste liegt. Und dann huschen wir in die Taverne und folgen der Küste nach da hinten. Und dann, wenn wir sicher sein könnten, dass hier unten alles abgelaufen ist, dann gehen wir nach oben ins Schneegebiet. Du bist keine Taverne. Streitkolbenmeister. Was brauchst du denn noch dafür? 7 Punkte. Haben wir Hufeisen oder so? Nee, wir hätten aber die hier. Ginlampe. Wollen wir es mal riskieren? Okay, machen wir. Plus 1 Ausdauer permanent und dafür versteinert. Yeah. Okay. Das war jetzt nicht so schön. Wo ist mein Notizblock? Ich schreibe mal ganz kurz auf, welchen Monat das war. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es an den Monaten gebunden war, welcher Effekt kam. Kalender. Wir haben April. Also April gleich Stein plus ein Ausdauer. So, ja, okay. Das heißt, wir warten jetzt ein Jahr, machen es nochmal im April und gucken, ob wir denselben Effekt haben. Was ich wahrscheinlich eh vergessen werde. Aber theoretisch könnte man das so ganz gut rausfinden. Taverne? Aber brauchen wir nicht. Taverne brauchen wir. So, Proviant, Zimmer. Und Ted Robinson. Hallo. Riffkarte. Ja. Die Riffkarte soll hier auch irgendwo sein. Die Riffkarte brauchen wir, um auf die eine Insel zu kommen, wo wir diverse Missionen abschließen müssen. Ja. Und es soll in der Piratenhöhle sein. Und Piraten sind am Wasser, also könnte es auch hier sein. Können wir das wirklich brauchen? Oder irgendwo auf einer Insel. Haben wir Wasserwandeln? Ja, haben wir. Ja, das könnten wir doch mal gucken. Bevor wir oben in die Gebirgsspitzen klettern. Können wir das wirklich brauchen? Ne, das lassen wir da. Oh, da sehe ich sogar eine Insel. Guti. Also einmal die Küste lang, wenn da nichts ist, dann auf die Insel da hinten. Ich höre schon wieder dieses komische Grunzgeräusch eben. Oh, wir haben kein... Waha. Genau. Da oben werden Trolle sein.
Truhe? Nö. Aber Obelisk. Schwing. Hier ist... Warum ist das als Wüste markiert? Na gut, aber hier geht's nicht weiter. Das heißt, das Eisgebiet fehlt noch und die Insel da unten. Und da wir schon mal hier sind, will ich jetzt erstmal die Insel da unten erkunden. Wasser wandeln. Ich hoffe mal, das hält. Es wäre ein wenig peinlich, wenn wir unterwegs runterplumpsen würden. Oh, kleine Insel mit Steg, Boot und allem. Das schreit doch geradezu nach Piraten. Und können wir das wirklich brauchen? Interessante Waffen auf dem Boden. Und Händlern? Guten Tag, darf ich helfen? Okay. Das kommt jetzt irgendwie unerwartet, dass hier ein Händler ist. Aber okay. Und das hier ist wohl doch keine Artefaktwaffe. Also ganz weg. Danke. Guten Tag. So, Besonderes. Oh, sieht schick aus. Plus 18 regeneriert Zauberpunkte. Ich glaube, sie hatte was Besseres. Öffne, verkaufen. Du weg. Du weg. Hin und her schieben. Können wir das wirklich brauchen? Kann weg. Stehen plus 9 kann weg. Kann weg. Ja, das war's. Verkaufen. Ding, 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 ding. Ding. So. Danke, bis dann. Was bist du für eine Leiter? Du bist nur Deko, okay. Und hier haben wir eine Höhle. Das wird dann wohl die Diebeshöhle sein. Sehr schön. Rein da. Höhle von Tidewater. Diese Höhlen sind seit Jahrhunderten das Versteck von Piraten und anderen Taugenixen. Das dürfte ja wohl ein leichtes sein. Also los, gehen wir rein. Diebe, genau. Und wir brauchen trotzdem kurz Licht. So. Weg, 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 weg. Heldentum ist noch aktiv? Nee, ich glaube nicht. Du, Heldentum. Genau. So ein paar Diebe können sich aufhalten. Dann nehmen wir das hier alles auseinander, plündern alles, was wir kriegen können und suchen die Karte. Ist das da ein Schiff? Oh, sieht aus wie ein Teil vom Schiff. Können wir das wirklich brauchen? Und ich hätte schwören können, ich hätte gerade Skelette gehört. Also Knochen, die aneinander schaben. Sehr komisch. Oh, du bist ein Meisterdieb, der gleich tot ist. War es schon komisch, dass auf so einer etwas... Oh, Geister. Ich wollte gerade sagen, es ist schon komisch, dass auf so einer entfernten Insel, wo man ja normalerweise nicht unbedingt suchen würde, und das in Tartaglia, wo die Gegner doch ganz schön happig sind, plötzlich nur Banditen rumlungern. Aber mit dem Auftauchen des Geistes hat sie das Ganze ja ein wenig geklärt. Da kommen noch schwere Gegner. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Stab des Feuers. Oh. Eine Breitseite. Zum Platz machen. Und es ist definitiv ein Boot. Das sind sehr komische Piraten. Oh, stopp, stopp, stopp. So, ich sehe ganz viele rote Punkte. Oh, hallo Skelette. Da seid ihr ja. Ich habe euch doch gehört. Kaputt, kaputt, kaputt. Ja, ein kleines Skelett noch. Zing. So, was haben wir hier für schöne Tränke? Gelb war Geschick. Jo. Grün war Ausdauer. Violett war Reaktion. Das ist ein komisches Loch. Und wer haut uns da? Rot ist Stärke. Und Gelb war ebenfalls Geschick. Ach, ihr hat uns gehauen. Okay. Also ein Boot in einer Höhle mit einem unterirdischen Ausgang, das von Untoten und Dieben heimgesucht wird. Und wenn Diebe mit Untoten zusammenarbeiten, sind es wahrscheinlich Nekromanten.
Nekromantische Diebespiraten. Macht Sinn. Trotzdem hätten wir ganz gerne die Karte. Das sieht aus wie eine Karte.